Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir haben jetzt unsere Burg fertig, wir haben jetzt unseren Befehlsraum fertig und... Hallo Troplay, ich bin Sarah, die königliche Wache, die angelaufen kam, als du die Glocke geläutet hast. An der du dich nicht so richtig erinnerst. Erinnerst du dich jetzt? Ich höre, du willst ein paar Blitzfallen bauen, aber du brauchst dazu Zauberkristalle. Nun, zu deinem Glück weiß ich, wo sich diese Kristalle finden lassen. Ich habe einen Riesenhaufen an den Klippen im Norden gesehen, auf der anderen Seite des Gebirgspasses. Soweit ich gesehen habe, bewachen die Monster den Pass nicht besonders streng. Vermutlich könntest du ihre Blockade ohne große Schwierigkeiten durchbrechen. So sei es. Myrod und ich werden dich begleiten. Troplay, wir werden jeden Feind vernichten, der dich angreifen will, während du dir die Kristalle krallst. Alles klar, ich bewache das Schloss, während ihr drei nach den Zauberkristallen sucht. Viel Glück und vermöbelt ein paar Fieslinge für mich, ja? Ja, kein Ding. Aber das nehmen wir noch mit. Ach, da komme ich jetzt so gar nicht rüber. Jetzt muss ich extra außen rumlaufen. Oh, habe ich das Schwert einmal so getauscht? Nein! Für mich den Schnee schneiden kann. Was? Gehören die nach da nicht zur Hagons Armee? Ich dachte, Generalin Dingenskirchen hätte gesagt, dass hier nichts bewacht wird. Wie es scheint, sind ihre Truppen etwas vorgerückt, seit Sarah wieder zu uns gestoßen ist. Aber dieser trantütige Trupp ist uns nicht gewachsen. Haha, zu früh gefreut. Sie nehmen uns in die Zange. Ah, wir sind geradewegs in ihre Falle getappt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns freikämpfen für Mondbach. Wow. Ah, komm. Die können nichts, das sind voll die Luschen. Aber da fehlt mir doch noch einer. Der kommt wahrscheinlich da hinten irgendwo. Ah, der hat uns doch noch erwischt. Die argwöhnische Gerippen wurden besiegt. Ha, netter Zangenangriff. Du Knochenhaufen, aber du brauchst etwas mehr Muskelkraft, damit es auch funktioniert. Es ist schon etwas beunruhigend, dass sie so eine Taktik auch nur versuchen würden. Es ist fast, als würden sie mit uns spielen. Sie wollen uns in Sicherheit wiegen und uns dann in die Falle locken. Wenn das Schloss solchen Methoden zum Opfer fallen sollte, wäre das ein zutiefst deprimierend. Komm, Truppe, wir sollten die Zauberkristalle Flux finden. Bearbeite die violetten Vorsprünge an der Klippe mit deinem Hammer und sie frei zu klopfen. Achso. Da sind sie. Boah, wie viel Zauberkristalle brauchen wir? Meine Fresse. Ja, komm. Die kümmern sich drum. Nehmen wir mal alle mit. Oh, 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 oh. Da kommen die ganze Zeit Gegner. Oh, das gibt's nicht. Ohne Pause Gegner. So, was haben wir jetzt hier zu tun?
Okay. So. So. Und die kämpfen da schön weiter, während ich hier baue. Aufgabe abgeschlossen. Und dann war sie, unsere kleine Mini-Medaille. Boah, die sind aber echt nervig, oder? Oh, was haben wir denn hier? Weizensamen. Okay. Das interessiert mich nicht. Ja, wir flüchten mal. Und zwar so schnell wie möglich. Damit hat sie wahrscheinlich gerechnet, dass wir so schnell zurück sind, hä? Zara ist die Verräterin. Würde ich jetzt sagen, weil sie war die Einzige, die uns losgeschickt hatte. Du hast die Zauberkristalle gefunden, das ist ja fantastisch. Diese Hagonauten haben sich tapfer gewehrt, aber am Ende haben wir obsiegt. Das verdanken wir dir, Mayroth. Ich muss schon sagen, Mayroth, du hast beeindruckend viel zerstörerische Kraft. Wenn die Schlacht beginnt, bist du wie von einer monströsen Energie besessen. Das lässt mich daran zweifeln, auf wessen Seite du wirklich stehst. Hör mal, Fräulein, wir haben gewonnen, oder nicht? Wenn ich geahnt hätte, dass ich danach Kritik ernte, hätte ich euch vielleicht auch euch selbst überlassen. Reißt euch mal zusammen, ihr zwei. Es ist Zeit zum Feiern, nicht zum Streiten. Jetzt, da Troplay Blitzfallen herstellen kann, ist Mondbach ein weiteres Mal gerettet. Sie jubelt. Und wir könnten jetzt hier hoch, hier hoch. So. Ah, das ist schon so weit oben. Okay, gut. Zara hat recht. Jetzt, da du die Kristalle hast, sollten wir uns daran machen, einige Blitzfallen zu bauen. Oh, die beste aller guten Ideen, mein Kind. Um Blitzfallen herzustellen, musst du auf deiner Zauberbergbank einige klassische Säulen mit der magischen Kraft der Zauberkristalle und den leuchtenden Energie der Blitzzirkone erfüllen. Ich hatte in den geheimen Lagerraum ein paar Blitzzirkone versteckt. Was die klassischen Säulen angeht, kannst du gerne die verwenden, die einst diese heiligen Hallen getragen haben. Du hast keine Zeit zu verlieren, Troplay. Stell 6 Blitzfallen her und platziere sie an den Stellen, die ich markiert habe. So, mal. Ich habe zwar gesagt, da bleiben 2 Betten drin, aber der König schläft alleine. Punkt. So. Wie viel soll ich herstellen? 6? Halt. Ach, das dauert auch noch seine Zeit. Na super. Gut, in der Zwischenzeit könnte ich ja hier... So, hier schon mal ein bisschen weiter dichter machen. Ah, das sieht doch schon mal schön aus. Dann hol ich mal ein bisschen... Ja, Toilettensachen. Nee, nicht hinsetzen. Nochmal 2 Stück. Platzieren wir die ersten 2 mal.
Passt ja irgendwie gar nicht. Muss ich da jetzt echt die Säulen hinstellen? Das kaputt machen und das da hinstellen? Ja, das muss ich da hinstellen. Okay. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Herausnehmen. Und damit tauschen. Der platziert doch keine Blitzfalle. Ey, was stellen die sich vor? Da ist die Blitzfalle. Ja. Genauso auch hier. Muss ich aber erstmal hier hoch. Darum. Boah, das ist jetzt ein ganz schöner Wanderweg hier. da lang. So. Und. So. Oh, war ja. Wir brauchen jetzt erstmal wieder. Wieso ist denn der Raum kaputt? Der Raum kann nicht kaputt sein. Der Raum ist eher größer geworden, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Bruder muss los. Das zählt jetzt wieder als Raum. Ernsthaft? Wie krass ist das denn? Okay. Hier haben wir auch eine platziert. Ernsthaft? Komme ich da jetzt nicht hoch? Danke. Halt, da sind Herzen. Ah, Minecraft lässt grüßen. Das muss ich auch noch wieder kaputt machen. Nein. Na komm. Oh, meine Güte, ist das umständlich. So, und hier, ne? So, 6 Stück platziert. Eine von denen hier ist kaputt gegangen. Sie freut sich, wir freuen uns auch. Ich weiß jetzt nicht, was die Blitzfallen bringen, aber was ich weiß, was das bringt, ist jetzt schlafen zu gehen. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.